Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit dem Geiste. Bevor wir das Wort Gottes hören und das Opfer Christi feiern, wollen wir uns besinnen und um das Erbarmen Gottes bitten. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen trug sich Folgendes zu. Naboth aus Jezreel hat einen Weinberg in Jezreel, neben dem Palast Ahabs, den König von Samarien. Ahab verhandelte mit Naboth und schlug ihm vor, gib mir deinen Weinberg, er soll mir als Gemüsegarten dienen, denn er liegt nahe bei meinem Haus. Ich will dir dafür einen besseren Weinberg geben. Wenn es dir aber lieber ist, bezahle ich dir den Kaufpreis in Geld. Doch Naboth erwiderte, der Herr bewahre mich davor, dass ich dir das Erbe meiner Väter überlasse. Darauf kehrte Ahab in sein Haus zurück. Er war missmutig und verdrossen, weil Naboth aus Jezreel zu ihm gesagt hatte, ich werde dir das Erbe meiner Väter nicht überlassen. Er legte sich auf sein Bett, wandte das Gesicht zur Wand und wollte nicht essen. Seine Frau Isabel kam zu ihm herein und fragte, warum bist du missmutig und willst nicht essen? Er erzählte ihr, ich habe mit Naboth aus Jezreel verhandelt und ihm gesagt, verkauf mir deinen Weinberg für Geld, oder wenn es dir lieber ist, gebe ich dir einen anderen dafür. Doch er hat geantwortet, ich werde dir meinen Weinberg nicht geben. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm, du bist doch jetzt König in Israel. Steh auf, iss und sei guter Dinge. Ich werde dir den Weinberg Naboths aus Jezreel verschaffen. Sie schrieb Briefe im Namen Ahabs, versah sie mit seinem Siegel und schickte sie an die Ältesten und Vornehmen, die mit Naboth zusammen in der Stadt wohnten. In den Briefen schrieb sie, ruf ein Fasten aus und lass Naboth oben vor allem Volk Platz nehmen. Setz ihm aber zwei nichtswürdige Männer gegenüber. Sie sollen gegen ihn als Zeugen auftreten und sagen, du hast Gott und den König gelästert. Führt ihn dann hinaus und steinigt ihn zu Tode. Die Männer der Stadt, die Ältesten und Vornehmen, die mit ihm zusammen in der Stadt wohnten, taten, was Isabel ihnen geboten hatte, was in den Briefen stand, die sie ihnen gesandt hatte. Sie riefen ein Fasten aus und ließen Naboth oben vor allem Volk Platz nehmen. Es kamen aber auch die beiden nichtswürdigen Männer und setzten sich ihm gegenüber.
Sie standen vor dem Volk als Zeugen gegen Naboth auf und sagten: Naboth hat Gott und den König gelästert. Sogleich führte man ihn aus der Stadt hinaus und steinigte ihn zu Tode. Darauf ließen sie Isabel melden: Naboth wurde gesteinigt und ist tot. Sobald sie hörte, dass Naboth gesteinigt wurde und tot war, sagte sie zu Ahab: Auf, nimm den Weinberg Naboths aus Jezreel in Besitz, den er dir für Geld nicht verkaufen wollte. Denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot. Als Ahab hörte, dass Naboth tot war, stand er auf und ging zum Weinberg Naboths aus Jezreel hinab, um von ihm Besitz zu ergreifen. Wort des lebendigen Gottes. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf alles Fittichen sicher geführt, der dich gehört, wie es dir selber gefällt, was du Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wir werden vom Herrn aufgefordert, über das Maß hinaus gütig zu sein. Das Maß muss allerdings auch eingehalten werden. Und es darf mehr sein. Wie sagen die Krämer, wenn man was gekauft hat, darf es ein bisschen mehr sein. Darf es ein bisschen mehr sein, auch
im religiösen Sinn. Das ist gut, wenn wir uns das fragen heute, wo uns Jesus dazu anleitet, über das Maß hinaus etwas Gutes zu tun. Nicht nur das Böse zu lassen, wie wir es in der Lesung gehört haben. Es gibt Böses in der Welt. Es gibt Menschen, die sich dem Bösen nicht widersetzen, sondern sich aussetzen, anstatt sich Gott auszusetzen. Tun wir das, Gott aussetzen. Tun wir es immer wieder, jeden Tag. Gott, du bist gut, ich verlasse mich auf dich. Auf dich kann ich mich ganz und gar verlassen, selbst wenn mir das zunächst einmal schwerfällt. Wenn ich etwas zurücklassen soll, was mir lieb geworden ist. Aber Jesus hat uns gelehrt zu beten, dein Wille geschehe, Vater, nicht mein Wille. So hat er auch gebetet am Ölberg vor seinem Leiden. Und er hat gewusst, was ihn erwartet. Nimm diesen Kelch von mir, aber doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Guter Gott, dein Wille sei heilig. Dein Wille möge geschehen durch mich, durch andere, durch Menschen, die auf Gott hören. Und zu denen wollen wir ja alle auch gehören. Gelobt sei Jesus Christus. Gott, der Gerechtigkeit schafft, wo Menschen Unrecht tun, lasst uns beten. Für alle, die über das Wohlbefinden anderer hinwegsehen und nur ihre eigene Wahl im Blick haben, Gott, auf dich vertrauen wir. Gott, auf dich vertrauen wir. Für alle, die in ihrem Leben für andere Verantwortung tragen, Gott, auf dich vertrauen wir. Gott, auf dich vertrauen wir. Für alle, die unter Krieg leiden oder in Armut leben müssen, Gott, auf dich vertrauen wir. Für alle, die ihr eigenes Wohl für ihre Mitmenschen zurückstellen, Gott, auf dich vertrauen wir. Für alle Verstorbenen und ihre Angehörigen, die in Trauer sind, Gott, auf dich vertrauen wir. Messintention Inge Raffel-Seder für verstorbene Goli Ernestine Naderer-Eder. Gott, auf dich vertrauen wir. Denn du bist ein Vater, der mit seinen Kindern teilt. Dein sind Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit.
Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Barmherziger Gott, gib, dass wir den Dienst an deinem Altar würdig vollziehen und durch die immer neue Teilnahme am Opfer deines Sohnes unser ewiges Heil erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir laden sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort. Durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden, durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Singt heilig, heilig, heilig ist unser Herr und Gott, singt mit den Engeln, heilig bist du, Gott Zebaoth, im Himmel und auf Erden soll deine heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Denn so nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir wollen ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche, und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, im heiligen Mahl hast du uns mit deinem Geist erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen, damit wir das Unvergängliche mehr lieben als das Vergängliche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Er segne euch, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke.